Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus den GS1-Community und aus den Fachgremien. Mein Name ist Roland Weibel und ich bin Branchenmanager Gesundheitswesen bei GS1 Switzerland und darf Sie heute Nachmittag durch dieses stündige Webinar UDI-Barcodes drucken, aber richtig führen. Heute ist es für mich eine Premiere, weil es ist das erste Webinar, das wir aus unserem in Anführungszeichen GS1 Fernsehstudio durchführen. Ich hoffe, es wird alles sehr gut klappen und es wird keine Pannen geben. Wie gesagt, es ist wirklich bei uns das erste Mal, dass wir das so live machen. Wir haben uns gegen einen maskierten Auftritt entschieden, da wir geimpft sind und auch etwa 1,5 Meter Sicherheitsabstand einhalten können. Ich denke, dass wir gemeinsam im Moment alle so die Online-Gefäße LinkedIn, www.admin.ch, Webseite von Swissmedic, Webseite von BAG durchchecken, um zu schauen, welche Version der MEPV tritt dann jetzt am 26.05. wirklich in Kraft. Heute Morgen gab es ein Indiz aufgrund einer Publikation auf der Swissmedic-Webseite, dass es sehr wahrscheinlich die eventuell MEPV sein wird, die einen Swissred verlangen wird. Das wollen wir heute aber nicht thematisieren. Das thematisieren wir dann an einem anderen Gefäß, aber wie auch immer. Mit etwas Chance kommt vielleicht dann doch noch eine Einigung mit der EU-Kommission zustande auf die letzte Sekunde. Ich denke, wir müssen den 26.05. abwarten. Dann wissen wir, was sich hier bewegen wird. Wie auch immer, Medizinprodukte der Risikoklasse 3 müssen die UDI-Labeling-Anforderungen per 26.05.2021 zumindest für den Export erfüllen. Wir hatten eigentlich schon die letzten 2-3 Jahre, wie wir viele unserer Mitglieder in der Umsetzung von UDI begleiten durften, viele Fragen, wie druckt man denn solche Etiketten? Ja, kann ich das aus dem Internet nehmen, irgendwie so machen? Das war eigentlich die Motivation, heute dieses Webinar anzubieten. Und ich habe eigentlich mit Herrn Thomas Scherer, Geschäftsführer der Strico AG, und Herr Uli Gehring, technischer Kundendienst der Strico AG, eigentlich einen der Fachexperten gefunden, der wirklich schon Barcodes auf sehr viele Sachen gedruckt hat. Wir zeigen dann noch einige Beispiele. Auf jeden Fall ist Strico auch Mitglied in unserem GS1 Solution Partner Programm und hat teilweise auch schon Mitglieder von uns unterstützt. Herr Scherer und Herr Gehring, ich möchte doch sagen, stellen Sie sich doch selber vor und Ihre Firma. Vielen Dank, Herr Weibel. Wir freuen uns natürlich, dass wir hier auftreten dürfen. Die Firma Strico ist fast auf den Tag genau 37 Jahre alt und macht seit 37 Jahren nichts anderes als Strichcode-Kennzeichnungen oder Kennzeichnungen aller Art, kann man eigentlich sagen. Wir freuen uns natürlich, dass wir das mal demonstrieren und vorführen können, wie solche Etiketten entstehen können. Und mich begleitet Uli Gehring. Er ist technischer Leiter von Strico und mein Stellvertreter und kennt sich sehr gut aus mit allen den Drucksystemen, die man dafür einsetzen könnte. Unser Angebot, wie gesagt, umfasst nicht nur Drucksysteme. Wir machen auch spezielle Kennzeichnungen, sei es dann im Bereich von Anforderungen aus dem Umfeld, hohen Temperaturen, Reinigungsmittel, Chemikalien, Strahlungen, was da auch immer vorkommen kann. Aber da kommen wir später sicher noch drauf zurück. Ja. Danke vielmals, Herr Scherer. Gut, das heutige Webinar, da unterstützt mich Marc Schneider. Er betreut einen Teil der Technik, wird die Fragen sammeln, diese etwas gruppieren und dann eigentlich auch stellen. Und Janine Zahnd, welche für die Übertragung und Special Effects zuständig ist. So, genug der Einleitung, kommen wir nun zum Hauptpunkt unseres Webinars, UDI-Barcodes drucken, aber richtig. Vielleicht kurz, um eine Orientierung zu haben, die Medizinprodukteverordnung ist ja ein sehr komplexes Gesetzeswerk und wo wir uns eigentlich befinden, möchte ich Ihnen ganz kurz mit 2-3 Folien aufzeigen. Genau, UDI-Etiketten drucken, aber richtig, ist das heutige Thema.
Noch ganz kurz etwas zum Seminar. Sie sind stumm geschaltet. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, haben Sie unten rechts in der Taskleiste einen Button F und A. Wir möchten Sie bitten, die Fragen hier zu erfassen und wir werden sie dann im Laufe des Seminars beantworten. Gut, auf der nächsten Seite sehen wir eigentlich, was heißt UDI eigentlich oder was heißt GSeinsystem? Eigentlich besteht dieses System ja aus drei Säulen. Der Regulator nennt das UDI, bei uns in der GS1-Sprache heißt es Identify. Dort geht es um alle Identifikationsschlüssel. Der Regulator nennt die Basic UDI, DI, UDI, DI oder PI. Wir in der GS1-Sprache nennen die GTIN, Global Trade Item Number. Wir nennen die Global Modal Number und wir nennen es dann noch den Application Identifier Standard, um produktionsbezogene Informationen in einen Barcode hineinzukriegen oder zu übermitteln. AIDC oder in der GS1-Sprache Capture, dort geht es eigentlich um das menschen- und maschinenlesbare Auszeichnen von Produkten, wie man eben einen Barcode auf eine Produktetikette anbringt. Und die letzte Idee, die UDI-ID oder Share, wie wir das nennen in der GS1-Sprache, wo es um die Stammdaten geht, wo es eigentlich die Stammdatenbank, die eigentlich auch ein Bestandteil der UDI ist, im Mai auch hätte produktiv werden sollen. Da wissen wir jetzt, das wird erst im September 2021 dieses Jahr soweit sein. Gut, aber gehen wir einmal weiter. Zu was führt eigentlich diese UDI? Die führt eigentlich dazu, dass Produktlabels, so wie wir sie heute teilweise noch kennen, ohne Barcode, mit nur wenigen Symbolen ausgestattet verschwinden werden. Also zukünftig werden Produktetikettierungen ganz klare Elemente tragen, die man eigentlich in drei Teile unterteilen kann. Man kann eigentlich sagen, es ist ein Barcode, den man aufdruckt, also die maschinenlesbare Identifikation für diese Identifikationsschlüssel. Wir haben eine Human Readable Interpretation daneben und wir haben Non-HRI-Texte, die dann eigentlich dieses Labeling ausmachen am Schluss. Und auf der nächsten Folie sieht man das jetzt eigentlich ganz klar unterteilt in diese drei Elemente. Es gibt eigentlich die Information, die man Non-HRI-Information nennt. Das sind eigentlich alles Informationen, das sind Symbole oder Texte, die eigentlich auf eine solche Etikette gehören. Und man kennt dann über, neben oder unter dem Barcode den sogenannten HRI-Text, Human Readable Interpretation. Und das ist eigentlich so viel zur Unterscheidung von was ist maschinenlesbar, was ist menschenlesbar. Was menschenlesbar ist, wird dann eigentlich wieder in zwei Kategorien unterteilt. Die Human Readable Interpretation ist eigentlich eine Klarschrift. Zeile, die eben neben oder über dem Barcode steht und Non-HRI ist Klartext und Symbole. Welche Barcodes verwendet man für Medizinprodukte? Das sind eigentlich immer eins von diesen dreien, das hier aufgezeigt wird. Wir alle kennen das Symbol unten links, den EAN13 Barcode von unserem täglichen Einkauf GoP oder Migros. Je vermehrt taucht auch das zweidimensionale Symbol daneben, der GS1 Data Matrix, auf, auch im Detailhandel oder der lange GS128 Barcode, der oben gezeigt ist. In der Hauptsache dürfen Sie für Medizinprodukte die GS1 Data Matrix als Symbol verwenden, weil dort können weitere Informationen hineingepackt werden, wie zum Beispiel Losnummer, Verfalldatum, Herstellungsdatum. Das kurz als Übersicht, wo wir uns hier in der MDR heute befinden, was wir machen wollen. Und dann möchte ich eigentlich das Wort gleich an Herrn Schell erteilen. Was braucht es? Wie muss man vorgehen, damit man so einen UDI-konformen Barcode aus einem Drucker rausbekommt?
Ja, was braucht es jetzt? Jetzt haben wir über Inhalte und über Darstellungsformen der Inhalte schon mal ein bisschen was gehört, aber wir haben noch nichts auf dem Produkt und genau da setzen wir mit unseren Aktivitäten an. Also wir sind keine Berater im Bereich von MDR, das können wir nicht, da haben wir keine Ausbildung dafür, das verstehen wir auch nicht, da können wir Ihnen nicht helfen. Aber wenn Sie das abgeklärt haben, was Sie alles auf die Etikette bringen müssen, was Sie alles deklarieren müssen, dann können wir Sie gerne unterstützen. Wie auf der Grafik ersichtlich ist, haben wir mit dem oberen Teil eigentlich nichts zu tun. Das ist die Regulierung, das ist die UDI, die auch spezifiziert ist von GS1. Da richten wir uns selbstverständlich nach den Vorgaben. Und unsere Tätigkeit beginnt jetzt eigentlich erst mit der Umsetzung in reale Produkte. Als Solution Partner von GS1 verfügen wir natürlich auch über die notwendigen Kanäle und Kontakte, um im Zweifelsfall da auch Rückhalt zu haben, dass wir das auf jeden Fall immer richtig machen. Bevor man aber jetzt irgendeine Etikette umsetzen kann oder gestalten kann, stellen Sie natürlich mal einige Fragen, die entscheidend sind, wie man das dann schlussendlich machen kann. Also die Frage nur schon, was soll überhaupt gekennzeichnet werden? Was ist das für ein Gegenstand? Wie groß ist der? Aus welchem Material besteht der? Hat eine Oberfläche, wo man was aufkleben kann? Oder muss man mit anderen Mitteln irgendetwas befestigen? Da solche Fragen stellen sich da ganz praktische Dinge für die Umsetzung. Wenn eine Etikette appliziert werden kann, das geschieht ja dann meistens mit Klebstoff, dann grenzt sich da die Vielfalt der Produkte oder Materialien, die eingesetzt werden können, schon mal ganz, ganz stark ein. Dann eine ganz wichtige Frage, wie lange muss die Kennzeichnung denn überhaupt überleben? Wenn ich richtig informiert bin, dann muss ja die Kennzeichnung, so lange wie das Produkt im Einsatz ist, auch lesbar sein. Und das gibt schon einige Zusatzaufgaben, die sind gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Und die Anforderungsbedingungen im Lebenszyklus eines Produkts sind natürlich genauso interessant. Wird oft gereinigt zum Beispiel, sei es mit Chemikalien, mit Reinigungsmitteln, sei es mit Strahlung, UV-Strahlung, um kein frei zu machen zum Beispiel. Das beeinflusst natürlich die Etikette stark und demzufolge müssen die Materialien gut ausgewählt werden, dass das auch richtig funktioniert. Ja, in vielen Projekten haben wir in Vergangenheit aber gesehen, dass eigentlich druckbare Etiketten oder auch von Ihnen druckbare Etiketten sehr gut eingesetzt werden können. Darum, Folie wechseln bitte, und darum würden wir in einem ersten Schritt einmal eingehen auf Drucksysteme. Drucksysteme, die man vor Ort installieren kann, die Ihnen die nötige Flexibilität geben können, dass das richtig umgesetzt werden kann, dass das zeitgerecht umgesetzt werden kann, kommen da in den Vordergrund. Ein typisches Drucksystem besteht heute aus einer Regel, aus einem Thermotransfer-Etikettendrucker, aus einer Layout-Software und aus den benötigten Verbrauchsmaterialien wie Etiketten und allenfalls Farbbändern. Wenn wir solche Systeme installieren, dann bereiten wir das in der Regel vor. Das heißt, es kommt ein großer Fragenkatalog, eben genau, was das Produkt können muss, worin es sich bewegt und so weiter, kommt auf Sie zu. Und das fragen wir dann ab, eins nach dem anderen, so dass wir wissen, was wir alles zusammenstellen müssen. Also eben die Fragen, welche Etiketten, wie viele Etiketten gleichzeitig sollen gedruckt werden. Solche Fragen kommen natürlich immer wieder vor und man kann nicht immer alles nur mit einer Etikette erschlagen, weil ja die Verwendung der Etikette auf dem Produkt vermutlich ganz anders ist, als wenn man das auf eine Verpackung klebt oder als Belegsexemplar braucht, um irgendeinen Bestand zu deklarieren. Also Sie sehen, es gibt einige Fragen, die sich da auftun und das tönt jetzt unheimlich kompliziert, aber das ist es eigentlich gar nicht. Und den Beweis, den wollen wir jetzt gerne antreten. Und ich bitte jetzt den Uli Gehring, Ihnen mal das zu zeigen, was der Bediener zu tun hat, wenn er so ein Drucksystem installiert hat. So.
Gut, vielen Dank, Thomas. Ja, wie das Thomas Scherer schon gesagt hat, das tönt relativ kompliziert und wir sehen eigentlich unsere Aufgabe darin, das für Sie möglichst einfach zu gestalten und eventuelle Ängste da gleich von Anfang an zu eliminieren. Wir haben hier ein Beispiel, das wir für Sie mitgenommen haben von der Firma Samarit. Samarit KMU im Bereich der Medizinaltechnik tätig, war konfrontiert mit genau dieser Aufgabe. Wir müssen unsere Produkte konform kennzeichnen. Die Regulatorien, die sind klar, aber wie bekommen wir das in einer vernünftigen und einfachen Weise auf ein Etikett? Voraussetzungen von Seiten Samarit war, dass man ein Label benötigt, mit dem man das Produkt kennzeichnen kann. Also Auszeichnungen der eigenen Produkte. Zudem sollten dann mehr oder weniger die identischen Informationen auch auf einer Verpackung angebracht werden. Also man braucht ein Verpackungslabel, damit die Informationen da auch vorhanden sind. Und zudem wurde gewünscht, dass man von den gekennzeichneten Produkten jeweils noch ein oder zwei Belegetiketten hat, in einer einfachen Ausfertigung, die man dann eigentlich auf einem Dokument, auf einem Belegdokument zum Beispiel, mit aufbringen kann, um die Informationen eins zu eins zu haben, was auf dem Produkt gekennzeichnet wurde. Wir haben das versucht, relativ einfach umzusetzen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, dass wir drei verschiedene Etikettenlayouts gehabt hätten, dreimal das Etikettenmaterial einspannen und oder unter Umständen drei verschiedene Drucker verwenden. Und wir haben uns auf eine Variante konzentriert, wo man quasi ein sogenanntes Label-Set hat. In diesem Label-Set, da findet man unten die Produktkennzeichnung, darüber die Verpackungskennzeichnung und rechts davon zweimal ein sogenanntes Belegetikett. Gedruckt wird das aus einer einzigen Druckmaske, die wir hier erstellt haben für Samarit. Und wir haben versucht, die Maske möglichst einfach und übersichtlich zu gestalten. Wir haben hier oben den Bereich, wo ich meine variablen Eingaben mache, wo ich das Etikett wählen kann, wenn vorhanden verschiedene Drucker auswählen kann. Ich gebe hier meine variablen produktspezifischen Informationen ein, wie zum Beispiel eine Losnummer und ein Datum. Und wenn ich eine Seriennummer habe, kann ich hier auch die Startnummer der Seriennummer eingeben. Darunter gebe ich an, wie viele Etiketten das ich drucken will. Und schon habe ich meine beiden Etiketten hier drüben sichtbar. Hier unten sind die Einstellungen vom Drucker. Die Druckereinstellungen sind defaultmäßig im Etikett hinterlegt, aber in diesem Bereich kann ich bei Bedarf Korrekturen vornehmen. Auf der rechten Seite hier habe ich meine Informationen aus der Datenquelle. In diesem Fall jetzt ein Excel-File, in dem alle Produkte hinterlegt sind. Und wie Sie sehen, wenn ich das entsprechende Produkt anwähle, dann ändert sich gleich die Live-Ansicht des Layouts hier oben. Zusätzlich habe ich hier noch einen Button Excel. Mit diesem Knopf kann ich das Excel öffnen und auch mutieren. Das heißt, ich muss, wenn ich am Drucken bin, nicht irgendwo Bildschirme wechseln, sondern mache das hier aus der Applikation und habe dann hier auf der rechten Seite einen Button, um die Ansicht zu aktualisieren und dann habe ich hier unten in der Tabelle drin die aktuellsten Daten. Was Sie hier auch noch sehen, sind so Möglichkeiten, was man mit den Daten machen kann. Auf der rechten Seite, wir haben hier ein Datum, auf der rechten Seite sehen Sie das kodiert.
Wir haben Möglichkeiten, Daten oder Informationen zu verschlüsseln auf eine einfache Art und Weise. Das ist wichtig, weil man vielleicht als Seriennummer in einer Seriennummer ein Datum hinterlegen will, das nicht direkt mit der Fertigung des Produktes zu tun hat, aber das kann ja ein Fertigungslos von Rohmaterial sein zum Beispiel. Kodieren wir das und verschlüsseln das hier drin. Was das Etikettenmaterial angeht, respektive das Vorgehen, wenn wir mit Kunden solche Lösungen besprechen, dann nehmen wir zuerst mal die Bedürfnisse auf. Zum einen sind das die Anforderungen in Bezug auf die Regulatorien, also die NDR-Anforderungen. Die müssen wir von unserem Kunden erfahren. Dann zusätzlich kommen noch die, wie das Thomas Scherer schon gesagt hat, die spezifischen Anforderungen an die Materialien. Was haben wir für klimatische Gegebenheiten? Wie ist die mechanische oder chemische Beanspruchung dieser Materialien? Wie lang ist eine Lebensdauer? Und so weiter und so fort. Mit diesen Informationen bereiten wir dann eine Lösung vor, die so wie hier oder ähnlich aussehen kann. Besprechen das mit den Kunden und setzen dann, wenn das dem entspricht, auch in der Praxis um. Ziel von unserer Seite ist eigentlich, dass wir eine Version oder eine Lösung erstellen, die es unseren Kunden erlaubt, darauf aufzubauen und auch selbst weiterzuentwickeln. Also es ist nicht so, dass wir permanent, also dass sie permanent uns dafür brauchen, sondern Ziel ist, dass sie möglichst selbstständig damit arbeiten können. Selbstverständlich unterstützen wir sie jederzeit gerne. Soweit eigentlich von meiner Seite. Oh, ein Punkt noch, Entschuldigung. Es kann ja auch sein, wir haben nämlich nicht von der Reproduzierbarkeit gesprochen. Und Reproduzierbarkeit kann ja auch ein wichtiger Faktor sein, wenn ich Produkte draußen habe im Feld, wo die Etiketten beschädigt werden und ich muss ein bestimmtes Etikett nachproduzieren. Hier sehen Sie Seriennummer, Startnummer. Das wäre jetzt ein typisches Beispiel, wenn jetzt da die Seriennummer 23, wenn ich jetzt die nachproduzieren müsste, kann ich das hier mit dieser Eingabe machen. Also auch solche Aspekte sind für uns sehr wichtig. So, dann zurück. Eine Frage ist eingetroffen in der Zwischenzeit. Herr Gehring, kann da irgendwo eine Sprachsteuerung ausgewählt werden, respektive Multilanguage, irgendwo Englisch, Deutsch, Französisch und so angebracht werden? Das heißt, wenn ein Etikett in der Schweiz in mehreren Sprachen oder dann nach Europa exportiert wird, das Produkt in mehreren Sprachen dieselbe Etikette gedruckt werden. Kann das Programm? Also Lösungen dafür gibt es ganz sicher. Wie gesagt, das hier ist eigentlich eine einfache Lösung für den KMU-Bereich und da ist auch nicht eine riesen Geschichte dahinter, wenn ich dem so sagen darf. Das Einfachste wäre, wir gestalten das Etikett in drei Sprachen oder in mehreren Sprachen und dann wählen wir über eine bestimmte Logik oder sogar automatisch das entsprechende Layout. Aber solche Sachen wären für die Umsetzung sicher ganz interessant. Was ich auch noch schnell erwähnen möchte, gerade auch für die, ähnlich wie Sprache, hier oben haben Sie Hieroglyphen, ganz komische Zeichen. Das sind die Angaben, die hier im Datamatrix-Code drinstehen. 1:1, nicht geschönt, nicht verarbeitet, gar nichts. Wir haben die Steuerzeichen und wir haben den Nutzinhalt. Das erlaubt es Ihnen, auch ohne Scanner die Daten zu verifizieren, die in Datamatrix drinstehen. Also zum Zeitpunkt der Erstellung. Genau. Ja. Genau. Dankeschön. Ja. Weitere Fragen eingegangen, Marc? Oder? Nein, soweit nicht. Dankeschön. Und hatte ich noch ganz kurz, ich kann mich gerade an diesen Fall erinnern, da war irgendetwas in Bezug auf Dauerhaftigkeit dieser Etiketten, das relativ speziell doch war, dass die Dinger ja eine jahrelange Lebensdauer haben.
Ja gut, da kann man dazu sagen, es gibt verschiedene bedruckbare Materialien. Also nicht nur Papier natürlich, sondern ganz diverse Kunststoffe, die sich bedrucken lassen. Und mit den entsprechenden Mitteln kann man das soweit sichern, dass das auch über Jahre überlebt. Dass der Druck da bleibt, wo er ist und dass auch der Klebstoff auf dem Produkt bleibt, so wie er muss. Gut, danke. Dann ist es ja so, solche Barcodes lassen sich nicht nur auf Etiketten anbringen, sondern auf ganz viele andere Materialien auch. Es wurde eingangs dieses Gespräch schon erwähnt, dass ja eigentlich eine solche Etikette oder zum Beispiel auch ein Typenschild, ich denke da jetzt so typischerweise an ein Blutdruckmessgerät oder an ein chirurgisches Instrument, die Lebensdauer des Produktes überdauern muss. Herr Schneider, Sie haben ja schon sehr viele unterschiedliche Medien ausgezeichnet, haben viele Lösungen erarbeitet. Können Sie uns da vielleicht etwas aus Ihrem Erfahrungsschatz berichten, was Sie schon alles gemacht haben? Ich muss vielleicht wegen der Kamera dann vor den Tisch gehen. Ich kann es zeigen. Also, es gibt natürlich Etikettenmaterialien fast ohne Ende. Und irgendwo ist das, was man selbst bedrucken kann, ist halt nicht mehr ganz geeignet, weil die Umgebungsbedingungen meistens dann nicht mehr passen. Aber auch im bedruckten Bereich, da gibt es Anforderungen zum Beispiel für die Blutspendedienste, da gibt es Anforderungen im Bereich von Stammzellen, wo man Etiketten einfriert bis minus 196 Grad Celsius. Das gibt es alles, das kann man alles so bedrucken. Und von den Druckmöglichkeiten, je nachdem, wie hochauflösend ein Code sein muss, reichen halt Thermotransferbedingungen nicht mehr aus. Also weicht man dann aus auf Digital-Offset oder heute immer mehr auf Inkjet-Druckverfahren. Falls das auch nicht mehr weiterhilft, muss man zu drastischen Mitteln greifen. Eine Möglichkeit, wir sind immer noch im selbstklebenden Bereich, sind zum Beispiel diese Etiketten. Das ist eine Folie, eine zweischichtige Folie, die wird mit Laserlicht bearbeitet. Das ist eine sehr exakte Technologie. Da gehen wir also die Strahlbreite vom Laser, die ist kleiner, 500stel Millimeter, und da können wir sehr genaue Symbole können wir damit machen und sämtliche Informationen, die es sonst auch noch braucht, auch im grafischen Bereich und so weiter. Das sind Etiketten, die haben vom Temperaturbereich mehr Möglichkeiten, die haben vom Klebstoff her Möglichkeiten und werden gerne eingesetzt, wenn die typischen, die standardisierten Selbstklebematerialien eben eigentlich nicht mehr funktionieren. Dann gibt es natürlich auch ganz spezifische Umfelder, zum Beispiel jetzt wieder wenn Sie Textilien haben, können Sie vermutlich schlecht kleben. Es gibt zwar Heißsiegelklebstoffe, wo man solche Etiketten auch aufkleben könnte, aber meistens werden die aufgenäht, weil dann ist das wirklich stabil. Also ein Etikett überlebt über 600 industrielle Wäschen und in der Regel kommt das Letzte, was irgendwas aus der Waschmaschine kommt, ist die Etikette und der Rest des Wäschestücks ist schon verbraucht. Es gibt andere Dinge, da geht es um Strahlung beispielsweise. Das ist ein Dosimeterring. Leute, die unter Röntgenstrahlen arbeiten müssen, die kumulieren ja die Strahlung und das muss man messen. Und damit die Messung auch zugeordnet werden kann, ist auf dem kleinen Ring ebenfalls ein Barcode angebracht, der ausgelesen und zugeordnete wird dann wieder Maßnahmen für die Zukunft dieser Person bestimmt. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Wenn ich nicht kleben kann, muss ich vielleicht verschmelzen. Also das ist ein standardisierter Kunststoffdeckel. Das da drauf, das ist eine spezifische Etikette, eine sogenannte In-Mold-Etikette. Die lege ich ins Werkzeug, spritze den Deckel hinten dran. Das ist fix miteinander verbunden, unzertrennlich und ist im Bereich Kunststoff heute etwas, was im Vormarsch ist, auch Normbehälter zum Beispiel, die immer wieder gewaschen, gereinigt werden. Im Umfeld von Lebensmitteln zum Beispiel ist das ganz ein wichtiges Thema. Da sind da die Randspuren vom Klebstoff nicht gern gesehen, weil das hygienetechnisch nicht okay ist. Also bindet man diese Etiketten gleich in den Kunststoff mit ein. Was auch noch, das war ein interessantes Projekt, das ist eine Fallschirmgurte eines Lastenträgers. Also da werden eine Tonne Material aus dem Flugzeug geschmissen. Und 8 solcher Bänder halten das Gewicht, bis es am Boden ist. Auch das wird gekennzeichnet mit GS1, K1,
Kennzeichnungen und mit einer gewebten Etikette mit Data Matrix Code. Wenn das auch nicht genügt, dann gehen wir halt noch einen Schritt weiter, dann kommen festere Materialien, zum Beispiel ein Aluminiumschild, kommt zum Tragen. Auch das kann man beschriften, sei das mit Laserlicht, sei das mit Drucktechniken, da gibt es viele Möglichkeiten. Eine interessante Ausnahme der ganzen Geschichte ist ein Aluminiumschild, das im Fotosatz belichtet wird. Fotosatz verschwindet zwar mit der Analogfotografie so langsam vom Markt, aber die Technologie hat den großen Vorteil, dass man sie fixieren kann und dass sie dann bleibt, wie sie ist. Das ist ein Beispiel von amerikanischen Telefonstangen. Die bekommen sogar 20 Jahre Garantie im UV-Licht, im Tageslicht draußen und machen das auch mit. Dann, wenn es noch schwieriger wird, wenn die Temperaturen höher werden, dann kommen dann halt anstelle von Aluminium vielleicht Stahldatenträger zur Anwendung. Hier haben wir jetzt auch ein Etikett aufgebracht, aber das kann natürlich kein Kunststoff und kein Papier sein. Das ist eine beschriftete Keramik, die da thermisch, also mit hohen Temperaturen aufgebrannt wird. Und das ist dann sehr resistent gegenüber Chemikalien, gegenüber Temperaturen bis gegen 1000 Grad. Das kann man logischerweise auch in speziellen Formen machen. Das wird auf die Stirnseite eines Rundstahls appliziert, damit man in jeder Lage den Barcode lesen kann. Einfach so verrückte Dinge, das passt zu Strico. Aber ich kann natürlich auch direkt auf Edelstahl beschriften. Das ist etwas, was sehr weit verbreitet ist heute für Daten- oder Datenträger, für Produktträger, die x-mal durch den gleichen Prozess durchgehen, dass man zum Beispiel über so eine solche Information eine Chargennummer auslesen kann und die Stücke der Charge zuordnen können, damit man auch Temperaturveränderungen oder irgendwelche Störungen im Betrieb, dass man das feststellen kann. Dann vielleicht auch im Umfeld der Medizintechnik könnte auch Glas ein Thema sein. Da haben wir eigentlich die ähnlichen Bedingungen wie beim Stahl. Wir brennen da, sei es Borosilikatglas, sei es Quarzglas, brennen wir einfach eine keramische Etikette drauf. Die kann genau gleich gut beschriftet werden wie eine Kunststoffetikette. Also von der Gestaltung her, außer der Größe in dem Fall jetzt, ist das alles einfach zu bewerkstelligen. Dann gibt es natürlich auch Körper, die lassen sich ein bisschen schwieriger auszeichnen. Ich kann Ihnen den ganzen Körper nicht mitnehmen, aber Sie können sich ja vorstellen, irgendein ein Waschbecken oder ein WC. Auch da will man heute wissen, wie gut die Produktion ist. Also wird auf jedes entformte Teil wird so ein Abziehbild, so ein Nassschiebebild appliziert. Und das wird dann bei jeder Bearbeitungsstation wieder ausgelesen und schlussendlich geht der Barcode oder der QR-Code in dem Fall geht mit dem Stück durch den Ofen. Das wird bei Temperaturen von 1230 Grad Größenordnung wird das eingebrannt und bleibt dann unzertrennlich mit dem Keramikstück verbunden. Hier habe ich noch einen Vertreter. Wir haben auch keine Scheu vor Farben. Das gilt auch für das hier. Es gibt Oberflächen, es gibt Materialien, also es gibt Etiketten auch mit Oberflächen aus Polycarbonat, das ist nahezu unzerstörbar. Ich denke, wir finden für die meisten Fälle, finden wir irgendwo Möglichkeiten, um Kennzeichnungen umzusetzen. Alle die Sachen, die ich Ihnen jetzt da gezeigt habe, können Sie nicht mehr selber drucken. Da brauchen Sie uns oder irgendeinen anderen Hersteller, der das wirklich umsetzen kann, der versteht, was dahinter steckt. In unserem Fall ist das sogar ein ganzes Netzwerk. Wir arbeiten um den ganzen Globus herum mit Kunden und mit Lieferanten. Und es hat in verschiedenen Ländern hat's auch Spezialisten, die wieder ihre eigenen Spezialisten haben. Also ich muss mir hier in der Schweiz auch keine eigenen Keramikingenieure zulegen, wenn das mein Freund in Japan schon bereits hat und Produkte dafür entwickelt. Wenn der Klebstoff nicht hält, gibt es halt vielleicht auch andere Möglichkeiten, das zu befestigen. Klettverschluss ist eine Möglichkeit, Schrauben ist eine andere Möglichkeit, Schweißen, was auch immer. Auch da findet man immer etwas, wie man das umsetzen kann. Aber ich bin überzeugt, der Hauptteil wird beim bedruckbaren Bereich bleiben, bei der Metrik, in den meisten Fällen.
Gut, ja, dann würde ich wieder gerne an Roland weiter zurückgeben. Danke. Einen Moment schnell, Roland. Es sind noch zwei Fragen reingekommen, die genau das Labeling anbelangt. Sorry, Roland. Herr Scherer, und zwar die erste Frage, da geht es um die Sterilisation, die Aufbereitung, Sterilmaterial. Es geht um Direct Part Marking. Was würde sich besser eignen als Direct Part Marking für Instrumente aus rostfreiem Stahl für Dampfsteri und 250-maliger Aufbereitung, das heißt Bürsten, Ultraschall, enzymatische Reinigung, Neutralisation, eignen? Was würde sich da besser eignen, anstatt die Direktmarkierung? Also alles, was ja irgendwie aufgeklebt oder irgendwie so aufgebracht wird, wird vermutlich durch die Reinigungsprozesse auch wieder weggemacht. Also wir haben eigentlich fast keine andere Möglichkeit, als direkt zu markieren. Es gibt ja seit nicht allzu langer Zeit gibt's so Ultrakurzpulslaser, die von der ganzen Beschriftung her besser funktionieren als die herkömmlichen Lasersysteme. Und zwar einfach darum, weil sie weniger Energieeintrag in die Oberfläche haben. Also was passiert, wenn ich Edelstahl beschreibe mit Laserlicht? Dann, wenn ich zu viel Energie eintrage, verletze ich die Chromoxidschicht meistens am Rande der Beschriftung. Dies kann im Extremfall zu Rostspuren führen. Und das ist natürlich im Medizinbereich ein absolutes No-Go. Mit dem Ultrakurzpulslaser kann man genau diesen Effekt umgehen und darum sehe ich diese Möglichkeit eigentlich am ehesten für die Zukunft. Herzlichen Dank, Herr Scherer. Und noch eine Anschlussfrage, und zwar, das kam zu, bei uns intern, bei GS1, es waren Labels von einem Mitglied, die sind grau-metallic, also so metallische Klebeetiketten, und die wurden bei uns auf unserem Verifikationsgerät, konnten die nicht richtig verifiziert werden, weil die Oberfläche gespiegelt hat. Jetzt, also wir haben das mit einem Verifikationsgerät, also nicht Direct Part Marking Verifikationsgerät verifiziert, sondern mit dem Scanner. Was raten Sie da? Gibt es da Möglichkeiten, was gibt es da für Möglichkeiten vom Trägermaterial? Also, wenn es den Stahl oder stahlähnliche Dinge sein sollen, die spiegeln, dann gibt es die Möglichkeit, das Schild hier, das ist aus 1,4404 Edelstahl hergestellt und die Oberfläche ist matt gewalzt, also ist einfach gewalzt, ist nicht speziell bearbeitet. Dieser Effekt beim Verifizieren macht Folgendes. Einfallswinkel der Strahlung ist gleich Ausfallswinkel. Wenn ich jetzt nicht eine plane Oberfläche habe, sondern leicht poröse Oberfläche, wenn ich Licht schicke, dann verteilt sich das in die ganze Umgebung. Das heißt, ich werde nie was Gescheites draufbringen, was man auch wieder lesen kann. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann jetzt in der Kamera, aber Sie sehen im Bereich der Barcodes hier unten vielleicht, dass das matt ist rundherum. Ja, also vielleicht sieht man es. Und der Effekt, der wird auch mit Laserlicht gemacht, das ist eine Vorbereitung des Metalls. Das heißt, wir versuchen eigentlich nichts anderes, als die Oberfläche diffus zu machen, damit die Spiegelungseffekte, die kann man nicht eliminieren, aber wenigstens ein bisschen ausrichten, dass die so in ähnliche Form entstehen. Und dann können wir die Dinge gut auslesen. Es wird aber nie zu einem Top-Ergebnis bei einem Analyzer reichen. Das ist einfach so, weil die Kontraste zwischen hell und dunkel oder zwischen den extremen Spiegelungen und dem Schwarz, die werden relativ klein und darum macht es das schwierig, die mit dem Verifier zu verifizieren. Aber lesbar sind die allemal. Und geht das auch bei den Klebelabels? Wir haben da so Typenschilder, angeklebten Typenschilder, die leicht metallisch sind. Geht das genau dasselbe dort? Also da wäre meine Empfehlung, ein anderes Material zu verwenden. Okay. Ja, es gibt einfach Dinge, die gehen nicht oder die gehen schlecht, die funktionieren halt einfach schwer. Und auch wenn es noch so schön aussieht, hilft es halt nichts. Ich glaube, im Bereich von Barcode geht es um funktionale Kennzeichnungen. Und das hat halt auch gewisse Einschränkungen an die gestalterische Freiheit. Vielen Dank. Danke vielmals, das waren ganz interessante Vorstellungen. Also ich habe das nicht gewusst, dass man wirklich so vielfältig Barcodes drucken kann. Also mich hat ganz sicher hier der Fallschirm
hat mir eigentlich sehr gefallen, wie auch hier eigentlich das, das ist das aus Keramik, das Hitzebeständig. Also ist das, nein, wenn Sie, deshalb das, muss ich Sie fragen. Da ist Keramik drauf und da ist Keramik drauf. Also man wirklich hohen Temperaturen aussetzen kann. Das wäre übrigens etwas für den Schützenverein. Zielscheibe. Also das war sehr beeindruckend. Danke für den Ausflug auf das Thema, was man hier so für Materialien alles bedrucken kann. Ich glaube, etwas, was unsere Zuhörer hier auch noch interessieren dürfte, ich fühle da ein bisschen, das sind sehr viele KMUs und ich fühle mich in eine Zeit zurückversetzt, ist etwa 12 Jahre her. Da hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal für GS1 arbeiten würde, aber da war ich für ein Großhandelsunternehmen Medizinprodukte angestellt, da kam eine Kundenforderung und es ging ein bisschen um Geld, da hieß es, das Zeug muss barcodiert werden, sonst verkauft ihr uns nichts mehr. Habe ich mich dann so wiedergefunden und irgendwo mal eine Nacht lang eingeschlossen und gedacht, was soll ich da vorgehen und so. Und ich denke, das sind wahrscheinlich viele der Zuhörer auch mal in dieser Situation gewesen. Herr Scherer, damit ich mich das nächste Mal nicht wieder eine Nacht einschließen müsste und überlegen, wie ich jetzt vorgehen würde, da haben Sie sicher irgendeine Idee, was ich als KMU, neue Anforderungen, wie komme ich da möglichst schnell zum Ziel? Wie könnte man da vorgehen, so ein Step für Step? Also das Vorgehen, grundsätzlich wäre es nicht schlecht, wenn Sie mal mit einem Spezialisten Kontakt aufnehmen, weil es gibt viele Fragen. Es gibt Fragen rund ums Material und die Umgebungsbedingungen. Wenn wir an so ein neues Projekt rangehen, fühlen wir uns am Anfang ja auch unsicher. Wir müssen ja auch viele Dinge erfragen, damit wir überhaupt mal so das Bild für uns zusammenkriegen, dass wir überhaupt irgendwo Entscheidungen oder Ideen finden können. Aber sicherlich eines, was wichtig ist, die Voraussetzungen, die wir brauchen, das sind die Inhalte für die Codes oder die Informationen, die deklariert werden müssen auf der Etikette. Das kann man gut vorbereiten. Man kann sich auch über die Größe der Etikette, kann man sich sicher schon mal Gedanken machen, je nachdem, wie groß das Stück ist, wo das draufgeklebt wird oder wie groß die Verpackung ist. Auf welche Distanz muss das gelesen werden können? Ich denke, viele der Devices werden auf normale 50 cm vielleicht Distanz gelesen. Dann ist das nicht so ein Problem, dann haben wir auch Spielraum. Aber wenn wir nur eine Etikette haben, die 10x10 mm groß ist, dann wird vermutlich auch die Lesedistanz eingeschränkt. Also es gibt ganz, ganz viele Fragen, die man klären muss. Und wir verfügen über einfache Checklisten. Die können wir dann auch gerne zur Verfügung stellen, was man sich alles überlegen kann. Aber es ist so vielfältig wie das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. So vielfältig sind die Fragen in jedem Fall. Die Einschränkungen werden dann eigentlich durch die Umsetzung erst gegeben. Also wenn wir wissen, okay, Selbstdrucken ist der Wunsch, dann versuchen wir so lange wie möglich auf der Schiene zu bleiben und erst dann eigentlich zu sagen, okay, jetzt geht's halt nicht, jetzt muss die Produktekennzeichnung anders gemacht werden als die Verpackungskennzeichnung. Und diese Dinge, denke ich, die muss man sich mal zuerst in ein Bild zusammenstellen und dann kann man auch vorwärts machen, dann kann man auch Klebetests machen auf speziellen Materialien. Also wir haben vor kurzer Zeit haben wir mal ganz unterschiedliche Schaumstoffteile bekommen. Ja, der Kunde hat noch gesagt, ja, meine Etiketten halten halt nicht so gut. Der eigentliche Klebstoff hat gar nichts mehr gebracht und das Klebeband, was drüber geklebt war, war auch nicht wirklich die Lösung. Also haben wir dann halt einfach ein paar Materialien organisiert, mit Leuten gesprochen, die wieder ein anderes spezialisiertes Wissen haben, haben Klebversuche gemacht und haben dann einen Vorschlag dem Kunden gemacht. Und ich glaube, das ist das Vorgehen bei schwierigen Dingen. Aber viele Dinge sind gar nicht so kompliziert. Da geht es wirklich darum, wie groß soll die Etikette sein, was muss draufstehen, worauf wird sie geklebt und dann können wir schon die ersten Vorschläge unterbreiten und dann kann man weitergehen. Ja. Ich möchte noch ganz kurz von einem Thema abschwenken, wo wir schon ganz kurz drauf waren, nämlich das Thema Druckqualität. Die Medizinprodukteverordnung MDR, die stellt eigentlich die Herausforderung, dass diese Etiketten sichergestellt werden muss vom eigentlich Etikettendrucker, dass diese auch
gelesen werden können. Ich weiß nicht, ob das immer nur mir passiert, aber ich bin schon verschiedentlich so in einer Selbstbedienungskasse gestanden mit einem Produkt und konnte das nicht einlesen. Das war dann immer etwas ärgerlich. So, was ist Ihre Idee, wie man mit dieser Druckqualitätüberprüfung umgehen soll, dass man eigentlich eine gleichbleibende Druckqualität über ein Jahr, zwei Jahre oder was auch immer sicherstellen kann? Oder ist es wartungsbedürftiger, so eine Druckeinrichtung für Barcodes? Gut, ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist ja, wie stelle ich sicher, dass meine Etikette überhaupt lesbar ist? Und dazu muss man jetzt zwei Dinge verstehen. Das eine ist, prüfen kann ich technische Werte bei Stillstand. Also ich kann ein Etikett auflegen auf ein Analysegerät und das Analysegerät vermisst dann die ganze Etikette mit allen Details. Die sagt mir, ob die GS1-Richtlinien eingehalten sind. Die sagt mir, ob ich technisch im grünen Bereich drin liege. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, Herr Schneider, noch eine Folie, wo wir so ein Protokoll mal festgehalten haben. Ich werde gleich teilen. Einen Moment. Einen Moment, bitte. Müsste die letzte Folie sein. Ja, Sie können mir das dann bestätigen, wenn die. So, das wäre die Folie 3 oder Folie 4. Noch weiter. Das wäre die letzte Folie. Das ist die letzte Folie, okay, dann ist es da nicht drin. Aber wie auch immer, das ist ein A4-Bogen, da stehen viele technische Informationen drauf. Und das wiederum sagt uns eigentlich, wie gut die Kennzeichnung produziert worden ist, wie gut sie ist. Das kann man logischerweise, wenn man will, auch nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wiederholen, um zu sehen, wie stark das degeneriert worden ist. Aber in der Regel, wenn ein Code sauber gemacht ist, sauber gedruckt ist, wenn die Bedingungen der grafischen Symbole den Bedingungen des Drucksystems entsprechen, dann werden oftmals auch Fehler gemacht, dass man irgendetwas designt mit 300 dpi Auflösung und dann produziert auf einem Drucker mit 200 dpi Auflösung. Das führt zu Qualitätseinschränkungen, die sind natürlich nicht gewollt und die sind unglücklich. Und das findet man heraus mit einer solchen Prüfung. Also wenn Sie so ein Etikett selber designen wollen, wir können Ihnen ja zum Beispiel auch einfach die Symbole zur Verfügung stellen, dann können Sie die einbinden in irgendwelche grafischen Dinge, die Sie schon haben, das ist auch möglich. Aber bitte lassen Sie die Etiketten oder die Symbole auf dem fertigen Produkt prüfen, dann sind Sie sicher, dass es auch funktioniert. Und Sie kriegen von uns ja auch ein Protokoll mit, oder von GS1, die machen das ja auch, kriegen Sie ein Protokoll dazu, dann haben Sie einen Qualitätsausweis, was dieses Symbol, dieses Barcode oder das Datamatik-Symbol für einen Qualitätsgrad hat. Beeinflussen beim Scanning tun natürlich ganz andere Faktoren dann die Qualität. Ob ich im Stillstand lese, blip einen einzelnen Code lese oder ob ich ein Förderband habe, wo die Produkte an meinem Scanner vorbeirasen, sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Bei der Handlesung kann ich die Fokusdistanz von Hand einstellen. Beim Förderband bin ich fix gebunden an die Distanzen und wenn das Ding mal weiter vorne, weiter hinten steht, habe ich schon ein kleines Fokussierungsproblem, das ich überwinden muss. Dann ist sicherlich der Typ des Scanners ein Problem. Man unterscheidet grundsätzlich zwei unterschiedliche Scannertypen. Das eine sind die Laserscanner, das waren die ersten, die man eigentlich gehabt hat. Die können einfach eine Linie lesen. Sprich vor allem eindimensionale Symbole und man spricht von sogenannten Imagen, also Scannern, die ein Bild erfassen und dieses Bild dann mit Logik interpretieren. Was ist der Unterschied? Der Laserscanner, der hatte den Vorteil, der konnte auch mitten in der Nacht seinen Barcode lesen, weil der das Eigenlicht, was er ausgeschickt hat, auch wieder gemessen hat. Und bei der Kamera ist das Thema natürlich umgekehrt. Bei der Kamera brauche ich eine Fremdbeleuchtung. Und da kommt es halt unter Umständen auch darauf an, was habe ich sonst noch für Beleuchtungen im Umfeld drin. Je digitaler die Beleuchtungen werden, umso eher haben wir Interferenzen zwischen den Beleuchtungen und das kann schon bereits auch wieder einen Einfluss haben. Der Zeitfaktor, wie lange kriege ich Zeit, um Barcode zu lesen? Ja gut, 5 Minuten suchen, das macht vermutlich niemand, aber trotzdem habe ich eine Zehntelsekunde, habe ich 2 Sekunden Zeit, das ist ein großer Unterschied. Dann das Druckbild als solches, wie viel Platz hat der Barcode, wie groß kann ich das Symbol darstellen? Je mehr Platz ich habe, umso größer kann ich es machen, umso
weniger machen sich Verschmutzungserscheinungen bemerkbar beim Lesen. Also auch das ist ein Einflussfaktor. Und auch der Typ des Symbols ist sicherlich ein Thema, was immer wieder auf den Tisch gebracht wird. Also eben, man will unbedingt Code 39 machen, weil das einer der ältesten und engsten und verkorkstesten Codes eigentlich ist. Da gibt es heute wesentlich elegantere Möglichkeiten. Und gerade wenn die Möglichkeit von 2D-Codes offen ist, würde ich das sehr empfehlen, weil ja die Informationen im 2D-Code redundant hinterlegt sind. Nicht 100%, aber zu einem gewissen Teil kann man sogar Beschädigungen des Codes nicht ausschließen, aber zumindest interpretieren, weil die Information am zweiten Ort nochmals abgelegt ist. Es gibt für die Qualitätsbestimmung natürlich auch Normen. Es gibt ISO IEC 15916, das sind so die Ein- und 2D-Code-Bestimmungen, das kann man da nachlesen und nach den Grundsätzen werden die Dinge auch technisch grundsätzlich vermessen. Danke vielmals. Marc, sind noch Fragen eingegangen? Nein. Okay, in diesem Fall möchte ich Ihnen, Herr Scherer, Herr Gehrig, ganz herzlich danken für das heutige Webinar. Ich hoffe, es ist unseren Zuhörern auch so gegangen wie mir. Ich habe wieder ein paar neue Sachen gelernt, habe ein paar Sachen, die ich mir nicht bewusst war, heute auch eigentlich wahrgenommen, rund ums Barcode-Drucken. Ich hoffe, dass Sie Nutzen daraus ziehen konnten. Wir werden Ihnen im Nachgang zum Seminar werden wir Ihnen die PowerPoint-Präsentation, die Folien verschicken. Dort sind auch Kontaktdaten von uns drauf aufgeführt. Wenn Sie Fragen haben, die kommen ja oftmals erst Tag oder zwei Tage später, oder wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Marc, dürfte ich dich noch ganz kurz bitten, die Folien wieder zu zeigen. Wir haben ja etwa grundsätzlich einmal im Monat so einen Anlass, wo wir ein aktuelles Thema aus dem Gesundheitswesen etwas beleuchten. Wir haben in der Zwischenzeit die Aufzeichnung vom Podiumsgespräch vom 22. April, wo wir über UDI und Medical Device Regulation mit Frau Dr. Margit Wittmann gesprochen haben, haben wir in der Zwischenzeit auf YouTube freigeschaltet zum Nachhören, wenn das jemand möchte. Wir haben auch zu diesem Thema, auf der nächsten Seite würden wir das sehen, ein weiteres Seminar am 30.06. in Vorbereitung. Wir hatten diesen Morgen von 8 bis 12 die erste Durchführung. Wir machen noch eine zweite Durchführung, wo wir eigentlich eine Umsetzungsempfehlung jeweils aus der Sicht Regulatory Affairs, G-Science-Sicht, also Labeling, Datenhaltung wiedergeben. Wir machen das an zwei konkreten Beispielen, einem Produkt der Risikoklasse 1, einer Atemschutzmaske nach EN 14683 Typ 2R und einem Hüftimplantat. Die nächste Durchführung, auch genügend Platz für Diskussionen und sich einzubringen, ist am 30.06. Und es wird auch so wieder einen Online-Talk geben. Der nächste, der wird auf Französisch stattfinden. Deshalb wird er nicht von mir geführt werden, sondern von unserem Kollegen Christian Hey. Das Datum ist, glaube ich, heute noch nicht ganz fixiert, aber wir werden Ihnen das zusammen mit den Unterlagen, die wir im Nachgang versenden, zuschicken noch. Würde uns freuen, wenn wir Sie auch dort begrüßen dürften. In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich hoffe, Sie konnten etwas mit nach Hause nehmen. Und wenn Sie Fragen haben, auch Anregungen, Kritik, die wir immer sehr gerne entgegennehmen, weil unsere Webinare können nur so gut werden, wie Sie uns Feedback geben, was Luft nach oben hat. In diesem Sinne möchte ich Ihnen da auch danken und Sie auch ermuntern, uns ein Feedback zu geben. Und ich hoffe, Sie nächsten Monat wieder in diesem Format begrüßen zu dürfen. Danke und einen schönen Nachmittag und auf Wiederhören. Und danke vielmals meinen beiden Gästen. Danke. Okay.